Ich muss auf jeden Fall mit Rubika gleich nochmal rausgehen. So wie die am Rumfurzen ist, muss sie bestimmt nochmal. Könntest du was Schickes anfertigen? Muss morgen auf Arbeit, hab noch 5 Bier und kann mich nicht entscheiden. Welches Bier du für die Arbeit mitnimmst oder was ist die Grundentscheidung? Brandungsfabrik. Halte hier nach Whis Ausschau. Mal sehen. Bei mir wäre es ganz einfach. Ich trinke einfach keins der Biere. Was du nicht sehen kannst, tut dir vielleicht auch nichts. Sieh dir die Aushänge auf der Tafel an. Keiner scheint sie sonderlich beachtet zu haben. Whis sollte hier irgendwo sein. Wahrscheinlich kümmert er sich um seine Guppos. Brandungsfabriken waren eine der sauberen Arten, Energie zu erzeugen. Doch dann wurde das Nass zu Glibber und verschmutzte alles. Gute Nacht, Xenom. Die Energie ergibt sich durch das Umwandeln der Bewegung des Nasses zu Wellenfunken. Wissenschaft ist manchmal einfach unglaublich. Hier gibt es bestimmt noch weitere Spuren. Vielleicht an der Küste? Guck erstmal nach Wisp. Oder Witz. Wisp? Tüftler. Wus ist eine komplizierte Sprache, aber ich glaube, er ist froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Davon gibt es heutzutage nicht mehr so viele. Sagt, es ist schön, dich wiederzusehen. Er heißt Whis. Er hat dich in den alten Tagen seinen Oktopod ausprobieren lassen, falls du dich noch daran erinnerst. Nö. Davon weiß ich echt Whis nichts mehr. Erinnert sich daran, was für ein fröhliches Kindling du warst und ist froh, dass dein Licht trotz all der Jahre nicht verblasst ist. Doch Whis versteht, dass all das vor langer Zeit geschehen ist. Je tiefer du tauchst, desto trüber werden die Erinnerungen. Darum ist es gut, Freunde zu haben, die Licht in dieses trübe Dunkel bringen. Er hat sein Lager am Fuße des Baums des Lebens aufgeschlagen. Es wird immer schwieriger für ihn, wehrlose Beute zu finden, da er bereits fast alle gefressen hat. Whis meint, Erinnerungen bewahren Dinge für einen sicher auf, bis man bereit ist, sich ihnen zu stellen. Er weiß, dass du zurückgekehrt bist, um dich Lupa Lupin zu stellen. Diese Konfrontation ist so unvermeidlich wie Ebbe und Flut. Er meint, der Verlust deiner Familie könne dich ewig in die Tiefe stürzen. Doch du warst immer schon in der Lage, wie eine Luftblase an die Oberfläche zu steigen. Komme, was wolle. Er weiß, dass dich die Gezeiten der Geschichte in eine Richtung stoßen. Doch du kannst stets deinen eigenen Kurs wählen. Nein. Letzten Endes liegt die Entscheidung bei dir. Du musstest die Folgen des Unrechts ertragen, das an dir begangen wurde. Er glaubt an Konsequenzen, da sie das direkte Resultat von Handlungen sind. Wo ist das Dunkel jetzt? Was? Halt! Warte! Ich bin doch direkt hier! Wie war das? Hat da jemand was gesagt? Ich bin direkt hier! Hallo? Ist da jemand? Dann bist du. Fragt sich, ob du je über Freiheit nachdenkst und ob wirklich alle frei sind. Hast du die Entscheidungen getroffen, die dich bis hierher gebracht haben? Oder bist du nur eine Marionette des Schicksals? Treffe meine eigenen Entscheidungen. Freut sich, das zu hören. Er wünschte nur, er wäre sich dessen ebenfalls so sicher. Ist verblüfft, dass die Welt weiterlebt. Freut sich allerdings darüber. Es gibt noch so vieles zu erfinden. Ist beeindruckt, dass du dich so sehr um die Welt bemüht hast.
findet, dass dein Bündnis mit den Myriad klug ist. Sie haben einen ganzen Regenbogen voller Lösungen für jedes Problem. Sagt, sie sind da vereint, wo es wichtig ist. Doch das ist nicht annähernd so wichtig wie das, was jetzt kommt. Wiz meint, du solltest die Vergangenheit in der Tiefe ruhen lassen. Doch da unten lauert noch etwas anderes, das am Baum des Lebens nagt. Er nennt es den Trübschnauber. Darum werkelt er am Oktopod herum. Doch der Deckel klemmt. Darum braucht er einen großen Kraftdreher, um ihn zu öffnen, damit du hinein kannst. Er kann die Brandungsfabrik nicht verlassen. Du musst also den Kraftdreher für ihn finden. Im Mika-Stadion ist ein überdrehter Mika-Finkro unterwegs, auf dessen Rücken noch einer steckt. Wenn du ihn findest, findest du auch den Kraftdreher. Er dient definitiv dazu, auszuhelfen und schwere Objekte zu heben. In Tuxanuls Aufzeichnungen steht, dass es ein Roboter war, mit dem man in Lagerräumen Bionukleus-Materie transportierte. Ja, ich bin schon maximal gut. Dann gehst du wirklich nur unter Wasser, um gegen einen der Weltenbossen zu kämpfen, Weltenbosse zu kämpfen. Oh, Entschuldigung. Weißt du, was ich witzig finde? Am Anfang sind lauter Schnellreisepunkte und jetzt gibt's gefühlt einfach gar keine. Aber ich laufe an denen vorbei und danke fürs Gesundheit. Vielleicht ist es später, als du denkst. Ist nachts schwer zu sagen. Einmal außenrum. Da mache ich nämlich erst die Brandungsfabrik. Und folge dem Pfad, weil letztes Mal haben wir ja die coole Waffe gefunden. Die maximale von der Qualität her und Ausstattung. Beeindruckend, dass du es trotz all des Glibbers gefunden hast. An diesem Ort hat es für lange Zeit Energie gegeben. In vielerlei Hinsicht gibt es sie hier immer noch. Alles Kaputte kann repariert werden. Allerdings hat es lang gedauert, bis es diesen Zustand erreicht hat. Und es wäre auch eine ewige Putzerei. Gut, dass du diese Spur gefunden hast. Es gibt viel über diese Welt zu lernen. Sowohl hier als auch woanders. Das Reittier hast du erst kurz vor Ende gefunden. Das Reittier kriegst du für den Weltboss. Das ist Questbestandteil. Deshalb finde ich. Finden, vielleicht ist die falsche Aussage dafür. Weil du kommst damit eh in Kontakt. Ach, Popeye Essen beim Spielen ist echt keine gute Idee. Zehn überragende Beute.
Solange jemand zuhört, wird die Geschichte immer weitergehen. Und alle nur so, oh, nein, wieso? Hier ist nämlich auch eine ultimative Nahkampfwaffe versteckt. Höhö. Muss halt nur die richtige sein. Das gibt eine Narbe. Energie im Überfluss. Irritierend übrigens, dass Superfu inzwischen schwächer ist als Nahkampfangriffe. Energie ist auf dem Maximum. Das hat einfach nur geschützt dadurch noch. Wer braucht schon eine Waffe? Geh doch schnell mit den Hunden, Gassi, bevor er zum Weltboss kommt. Ich war vorm Stream mit den Gassi. Ich gehe mitten in der Nacht, wenn der Stream vorbei ist. Packen und schlitzen. Ich habe das alles schon im Blick. So, da ist ein Fahrstuhl. Nachts im Dunkeln hast du keine Angst. Hallo, ich habe einen hochschwangeren Hund dabei. Und Mobs. Brüden. Ich muss vor nichts Angst haben. Und ich wohne so weit weg von der Stadt. Was soll schon passieren? Dass ich soll, ich versuche mit den Hunden mit der Nacht in die Hütte rauszufahren. Den Hunden und meinen Freunden, um ein total wildes Wochenende zu erleben. Voll ins Schwarze. Mitten ins Gesicht. Effektiv.
Hat eigentlich schon mal eine Hot-Tuberin gefurzt? Gibt's darüber ein Video? Ich frag für einen Freund. Noch mehr Grips. Die machen zwischendurch kurz Pause zum Pupsen. Da wird dann gefurzt. Oh, so lange unterdrückt, ey. Erstmal vor Tür gehen, eine rauchen. Und abknattern. Jeder pupst regelmäßig, weil sonst sein Arsch explodieren würde. Habt es nicht verstanden bei meiner Ex-Freundin, dass die es geschafft hat, nur auf dem Klo zu pupsen. Das Thema hatten wir auch schon mal. Ich bin noch nicht über das letzte Mal darüber hinweg, als wir über Pupsen geredet haben. Ist das ein Strahl der Hoffnung? Nein, ist einfach nur Sonne. So, von da bin ich gekommen. Ich glaube, ich kann jetzt nur noch zurück. Wobei, es gibt ja auch noch den Fahrstuhl. Der führt mich ja auch noch irgendwo hin. Oder raus hier. Ja, jetzt raus. Ich habe irgendwas nicht gefunden. Aber nicht schlimm. Ich werde eh nicht, also 100% alles finden, überall werde ich nicht machen. Was drin ist? Gute Nacht, Marv. Schlitzohr! Es hat wehgetan. Überall Kugeln. Schaden? In Teilchen zerlegt. Heiß, heiß. Okay, kleine Gegner reinzuhämmern macht wohl doch ganz gut Sinn. Weil der letzte Schlag anscheinend dann die Rest-HP von denen weghaut. Thank you.
Guter Treffer. Ausgelöscht. Geht doch. Ich hasse die Fassroller. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nicht. Das ist außer Kontrolle geschleudert. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Das ist, ich glaube, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo mein Intellekt zu schlecht ist. Du musst die Räder aufeinander abstimmen. Okay, es wird neu angeordnet und dadurch hast du irgendwann die Chance, wirklich. Du hast den Dreh raus. Das zu schaffen. Auch wenn der Intellekt nicht hoch genug ist. Du bist für dieses Reittier verantwortlich. Verhalte dich auch so. Ich fütter es manchmal und streiche es. Hier gibt es kratzigen Metallschrott für dich. Und versuche es mit Liebe am Leben zu halten. Bis jetzt klappt es gut. Ich glaube, Rubika hat einfach Schwangerschaftssodbrennen. Ah, ein paar Holzreste für dich. Da freut man sich doch immer. Du hast eine Ziegelhütte entdeckt, die noch nicht ganz ruiniert ist. Volltreffer. Du hast Schmerzen. Alter. Komplett bereit. Also Spiel eigentlich irgendwann mal erklärt, welche Schadensarten gegen was hilfreich ist. Also was die Konterart von Radioaktivität zum Beispiel wäre. Es geht nichts über eine Geschichte mit einem unerwarteten Ende. Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Das Mittel gegen Radioaktivität ist Betonkuppel. Das stimmt überhaupt nicht. Also doch schon, aber... Da liegt ziemlich guter Emel. Ein hübscher Fund.
Es wird zwar bei Tschernobyl von einem Betonsarg gesprochen, aber der Betonsarg ist ja schon im Arsch. Jetzt wird doch die, schieß mich, also keine Ahnung, woraus die neue Kuppel ist. Ein Pausenplatz. Ist ja auch wieder so eine geile Sache mit Tschernobyl, dass das ja, sag ich mal, Europa mehr oder weniger bezahlt. Weil das Land selbst kann sich das ja nicht leisten, dass die einen Atomunfall hatten. Und das wird auch, selbst die neue Kuppel hat eine Haltwertzeit, irgendwie, dass man in 50 Jahren oder so die eh erneuern müsste und dann weiß man auch nicht. Wer das dann zahlen soll. Ich will ja nichts sagen, aber das Mekka-Stadion ist in der Nähe. Ja, Hauptsache wir finden weiterhin, dass Atomkraft eine gute Idee ist. Ist aber in der Form echt lächerlich. Strahlen. Muss nachgucken, auf jeden Fall ist es keine Ewigkeitslösung. Das, was ich übrigens auch gerade gesagt habe, ich weiß nicht genau, welche Haltwertzeit ist. Auf jeden Fall ist es nicht für die Ewigkeit gebaut. Und es war auf jeden Fall noch in einem Zeitrahmen, dass ich es nicht mehr erlebe, aber auf jeden Fall noch Thema ist für die Menschheit, die noch weiter leben wird. Also frühere Menschen hat es einfach abgetragen und hat es ins Meer gekippt. Voll ins Schwarz. Was soll schon passieren mit Atommüll im Meer? Die wach sind und sich bewegen. Godzilla! Godzilla! Dafür brauchst du einen Schlüssel. Nein, das ist eine das bringt wohl was. Du kannst doch nicht sagen, weil andere das machen, ist das okay, das selbst zu machen. Das ist genau diese Haltung, die ist, ja, uns interessiert ja nichts, was so auf der Welt passiert. Irgendjemand muss halt anfangen. Und deshalb ist das schon in Ordnung, wenn man AKWs in Deutschland abschaltet. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Man schätzt übrigens, dass die Kuppel circa 100 Jahre halten wird. Wahrscheinlich ist sie so ausgelegt, dass sie so lange hält, bis die Leute, die gebaut haben, tot sind. Da ist eine Hand mit einem, keine Ahnung, oben drauf. Du musst die Bolzen lösen, ohne ihn zu destabilisieren. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Komische Hand. Gut so. Nein, aber die müssen auch abschalten. Ja, die müssen irgendwann mal abschalten, beziehungsweise sie müssen halt die Energiepolitik ändern. Aber es ändert ja nichts daran, dass du, dass du dann sagst, ja, hier bringt ja nichts in Deutschland anzufangen abzuschalten. Doch.
Dieses mechanische Wunderwerk ist ein einzigartiges Reittier. Es hat sogar eine eingebaute Waffe. Um mit der Waffe zu zielen, während du auf dem Blablabla LT drücken und RT zum Schießen. Geil. Der Finger des Todes. Dieses Reittier ist wirklich schräg. Emil, genau das brauchst du. Schönen guten Abend, Desperate. Ich glaube, meine Hand kann nicht reiten. Nicht reiten ist das falsche Wort. Es kann einfach nicht schwimmen. Das ist Bionucleus 10D. Die von hier ausgehende Kontamination beeinflusste in den alten Tagen die DNA aller Lebewesen. Das hier wird zu einer ziemlichen Expedition. Ja, ich weiß, dass Frankreich hat eine Nuklearpolitik. Also sie wollen Atomkraftwerke nutzen in Zukunft. Reichlich. Als das ist für die ihre saubere Energiequelle. Proof, sag mal eine Zahl. 8,4 Millionen. Das ist der Schnellreisepunkt. Den habe ich gesucht. Okay, 7648. So viel wird jetzt gespendet. Bei 8,5 Millionen, da mache ich erstmal Urlaub. 5 Tage. Und dann würde ich wahrscheinlich meine Kollegin besuchen, die gerade in Norwegen ist. Namen Donner. Ich wüsste nicht, warum ich dich mitnehmen sollte. Megamorg. Megamorg tut weh. Weil ich würde ja zu der Kollegin fahren, die im Moment in ihrem dänischen Haus rumhängt. Mit ihrer Mutter. Ach, Desperate. Vielen Dank für die Subs. Gebacken. Nee, die renovieren da. Ich wäre nur eine Arbeitskraft. Wer hat gesessen? Radioaktivität.
Also nicht nur mit 20 Subs weniger als 8,5 Millionen Subs. Aber, damit komme ich auch nicht nach Dänemark. Selbst wenn ich wollte. Aber vielen, vielen Dank, der Spread, für die Unterstützung. Ich möchte aber in den Urlaub. Ballermann hart. Du kannst ja in den Urlaub fahren, wie du magst. Aber Ballermann hart ist doch Strand. Der Ballermann ist am Strand. Oh mein Gott, Desperate. Kannst du das nicht auf einen Monat verteilt machen? Damit ich mich nicht so schäme. Hey, letzten Monat habe ich mich zurückgehalten. Ja, Gott sei Dank. Wow, wow, wow. Aber Dankeschön. Also vielen Dank für die Geschenksubs, die du in der Community verteilst. Das ist sehr lieb von dir. Mit zwei Desperates habe ich meine gesamten Fixkosten gedeckt. Ha! Jeden verdammten Monat. Ja, du hast jetzt auch ein Krönchen, weil du anscheinend auch ein Geschenksub bekommen hast. Keiner muss sich hier schlecht fühlen. Guck mal, Desperate macht jetzt allen anderen ein schlechtes Gewissen. Weil sie jetzt traurig sind, dass sie nicht so viel geben können. Wie der heilige Desperate. Das ist aktiver biokontaminierter Schlamm. Genug, um eine Umwandlung auf Molekularebene zu bewirken. Heißt das, ich kann hier wirklich nochmal irgendwas anderes machen? Ach, ich kann mein Aussehen modifizieren. Vor Corona, nach Corona. So circa das hier. Ja, Pinky und der Brain. Ja, Pinky und der Brain. Genetisch manipuliert. Ja, ich möchte zu diesem Aussehen mutieren. Dass mir das erste Mal, ich so eine Quelle überhaupt finde. Noch ganz kurz gucken, ob hier vielleicht auch noch mal was versteckt ist.
Desperate ist einfach gegangen. Deine Geschenk-Abos laufen immer noch durch. Die werden wahrscheinlich 2 YouTube-Folgen lang durchlaufen. Ich hoffe, du hast nicht mehr so viel Stress und dir geht's auch besser als beim letzten Mal. Da muss mit mir nach Scheveningen fahren. Da können die Hunde nämlich auch mitkommen. Und Holländer sind immer nett zu Hunden. Auch die Hotels. Er dachte, der Kraftdreher sei die Lösung, doch jetzt erkennt er, dass rohe Gewalt hier nicht hilft. Er braucht etwas, das schmiert. Ich kann ja eine schmieren. Das ist zwar eine Lösung, wenn man Sachen kaputt machen will, doch in diesem Fall solltest du darauf verzichten, damit es unter dem Nass nicht leckt. Malo an Japan. Er sagt, der Deckel sollte sich öffnen lassen, wenn du ihn Spritz schmierst. Nur leider ist seine Schmiere alle. Er weiß, dass sein alter Kumpel Chuf-Chuf stets über aufgefüllte Schmierkannen verfügt. Er sollte dir eine borgen können. Er betont, dass du sofort zurückkommen solltest, sobald du die Schmierkanne hast. Der Trübschnauber frisst sich jede Minute weiter durch die Rinde. Sagt, du sollst sie als Schwarzteerspritzer betrachten. Die Todeszone ist voll von diesem schwarzen Glibber. Er eignet sich als Treibstoff, aber auch als Glitschzeug. Steht er auf seinem Schwanz? Ja. Tutorial folgt, wie ihr das auch mit eurem Schwanz hinbekommt. Du schickst mich ja echt querbeet, ey. Ja, wahrscheinlich, weil du hier nämlich nur das Gerät fertig bauen musst und dann kannst du direkt in den Kampf gehen gegen den Weltboss. Das ist nicht so wie bei den anderen, dass du erstmal sammelst und dann bist Nichts du irgendwann mal da. Nichts ist gerade wichtiger als das hier. Es ist schön dafür. Es ist schön, dass ihr so gerade im Chat so Sachen wegen Umweltschutz austauscht. Wodurch die globale Erwärmung zunahm, aber es sind halt alles Thesen und Meinungen immer. Die Bäume, also die Lösung liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Obwohl ein paar Sachen. Klimawandel wirkte sich ebenfalls auf die Evolution und den genetischen Code aus. Klimawandel sind wir mittendrin. Also an sich ist selbst so eine Politik zu machen, der 5 Grad. Veränderungen oder was auch immer, viel zu viel. Wir müssten eigentlich sofort aufhören, CO2 auszustoßen. Proof it politisch. Aber es ist einfach gesellschaftlich null, also nicht möglich. Wegen dir habe ich jetzt den Titelsong von Pink und der Brain als Ohrwurm. Gerne. Der war for free. Ja, das wird interessant. Also ich werde jetzt auch keine riesige politische Nummer aufziehen hier. Obwohl ich die Tage bei Twitter wieder eine Geschichte hatte, also dieses typische Provokations-Twitter-Gelaber, das ja jetzt bei Sachsen-Anhalt haben wir die nächste Wahl, ne? Also Landtagswahl. Das Ende dieser Welt steht bevor. Da hat jemand geschrieben, und dass wahrscheinlich Koalition zwischen CDU und AfD, weil, und das wird die CDU so begründen,
dass es ja undemokratisch wäre, ich glaube, undemokratisch wäre, keine Koalition zu bilden. Es ist generell undemokratisch. Also, ohne Scheiß, es ist wieder so ein, wirklich so eine Stimmungsmache-Geschichte wieder. Wo die Aussage eigentlich richtig ist, aber die Grundaussage einfach nur Arschlochkacke ist. Alles ist nicht demokratisch, wenn, sag ich mal, nicht vom Gesetz verbotene Parteien rechtmäßig gewählt werden und sich hinstellen und sagen, mit der oder der Partei mache ich keine Koalition. Das ist eh schon undemokratisch. Da konnte ich schon damals ausrasten, wo sie sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, wir machen keine Koalition mit FDP oder FDP macht keine Koalition mit SPD oder sonst irgendwas. Wo du einfach nur denkst, das hat überhaupt nicht die Partei zu entscheiden. Das ist der demokratische Auftrag der Parteien, nachdem gewählt wurde, auf Basis der Mehrheitsverteilung eine Koalition zu bilden, um eine Regierung zu bilden. Das ist kein Wünsch-dir-was-Konzert. Das finde ich immer total blödsinnig, ey, was die manchmal auch erzählen dann. Weil aus diesem Konsens soll dann, sag ich mal, die Politik gemacht werden, die sich das Volk wünscht auf Basis dieser Mehrheitsentscheide. Und da muss man sich halt arrangieren als Partei. Allein herrschende Partei wird es hier nicht mehr geben, solange es noch Demokratie gibt. Du hast das Dorf. Ich finde, solche Aussagen sind auch nicht gegen AfD oder sonst irgendwas dann. Oder beziehungsweise sind keine Unterstützung der Demokratie. Um zum Beispiel alle Leute, die immer sagen, AfD muss verboten werden oder sowas. Das ist ja... Ja, es könnte passieren, dass irgendwann die AfD endlich verboten wird. Wäre auch mein Wunsch. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das eine demokratische Partei. Und du kannst dich nicht hinstellen und sagen... Du kannst hier ja, wir müssen das auf jeden Fall jetzt einfach so machen, auf eigenem Interesse, weil dann torpedierst du dein... Torpedierst du dein eigenes System. Du kannst nicht sagen, ja, bei der einen Partei machen wir jetzt eine Ausnahme bei den Rechten der Demokratie. Und das stört mich bei solchen Aussagen immer. Weil generell sind das die Leute, die sagen, Demokratie ist voll wichtig und deshalb muss man die AfD ausschalten, wollen das aber auf Wegen machen, die nicht demokratisch sind. Also die das System, dann sag ich mal, wie in der Diktatur handeln. Als in der Sonne liegend auf das Totaler... Ende zu warten. Das ist aber diese Schizophrenie der Gesellschaft. Solange meine Interessen vertreten sind, ist es dann auch mal alles in Ordnung. Sonnenschein in Wenn du sie findest und in Schuss bringst, kannst du deine Ausrüstung den ganzen Tag lang damit versorgen. Okay. Entschuldigung, du solltest das da Thema suchen, macht mir einfach wo rasend. Die Sonne hinscheint. Sagt, sich nicht sicher zu sein, wo der Solarspiegel steht, aber vermutlich irgendwo da, wo es sonnig ist. Wenn du den Solarspiegel zum Laufen bringst, kannst... Das heißt, bis die Sonne ausbrennt. Der Solarspiegel können mir bei Selbstreflexion helfen. So, letztes politisches Kommentar. Ich sage es ungern, weil ich kein großer Fan bin von der FDP, aber sie scheinen diesmal ein solides und ordentliches Wahlprogramm zu haben. Aber ich sage ja auch, wenn ihr jetzt Grüne wählt, werdet ihr sehen, was ihr davon habt. In ein paar Jahren. Jeder, der von mir einen Sub bekommt, erklärt sich einverstanden, nicht die Grünen zu wählen. Behauptet.